Schafe mögen sicher Grünzeug. Ich glaube, Schafen haben wir noch nicht beim Essen zugesehen. Also werde ich das mal laufen lassen. Mampf, Mampf, Mampf. So, 12 Punkte, yay. Oh, hier sind die Gegner gelb. Füchse. Mögen die Fisch? Fleisch, oh ja. Füchse kämpfen wir leider schon. Ist das jetzt der Anglerjunge oder der Junge aus dem Dorf? So. Kraniche. Geht's das Glas? Für all die Kunstfertigkeit und Funktionalität wollen. Oh, Entschuldigung. Füttern. So. Dann mögt ihr Fisch, oder? Ja. Und da wir Kraniche noch nicht hatten. Gucken wir hinzu, wie sie ihren ganzen Kopf ins Essen stecken. Und noch mehr. Und ein Porzellantopf. Topf besteht aus halbdurchlässigem weißem Porzellan. Gucken wir doch mal kurz in unsere Listen so rein. Logbuch, Journal. Kalter Komfort. Sie werden wohl gegen die Kälte. Ja, das ist das Dorf gewesen. Kamu in Reiwusland. Ja, ja. Die Zwillinge. Dämon da. So, Bestiarium. Namahage. Namahage sind die Verkörperung der Einsamkeit, wie sie verschneiten Länder zu eigen ist. Sie lassen ihre furchteinflößende Stimme erscheinen und stürmen los, alles Lebende angreifen. Wenn du einem über den Weg läufst, dann solltest du dich totstellen. Sie betrachten die Frauen als Freunde und wiegen sich dann in falscher Sicherheit. Ja, klingen Namahage. Man sagt, dass man sich totstellen soll, wenn man einem Namahage gegenübersteht, aber es kann recht beängstigend sein, sich im Angesicht des Feindes zu verstellen. Eine Legende erzählt von einem Samurai, der versuchte, die Namahage zu vertreiben. Mit einem Kinsel griff er ihre Klingen an, während sie abgelenkt waren. Ohne ihre Waffen werden sie ängstlich und ziehen sich unter Drohungen zurück. Was haben wir hier noch? Roter Oger. Mit Ogern verbindet man primitive Wilde, aber diese hier sind recht fortschrittlich. Rote Oger tragen eiserne Masken, als wollten sie sich eine gewisse Würde wahren. Es gibt eine Weisheit, die sich an jene wendet, die großen Wert auf ihre Erscheinung legen. Sie lautet, um einen roten Oger zu besiegen, greif von der Seite an und entferne die Maske, um ihn zu beschämen. Das bedeutet, dass jene, die zu eitel sind, oft verloren sind, wenn etwas anderes als sie selbst betroffen ist. Ja, dann haben wir den blauen Oger wahrscheinlich, ja. Blaue Oger sind beliebter als ihre roten Vettern aufgrund ihrer schönen Zähne. Es gibt eine berühmte Geschichte, dort wird erwähnt, ein Blitzschlag lässt sie ihre Zähne zeigen.
Aha. Ja. Böse Rao. Die Legende von Amaterasu beinhaltet auch ein Treffen mit einer verzauberten Schönheit. Sie ist bekannt als Rao, eine Priesterin, deren großen Taten über bekannt sind. Ihre Schönheit und ihr Wissen weckten Gefallen bei jedem, den sie traf. Eines Tages traf sie bei der Arbeit einen Mann mit einem Fuchsgesicht. Er verschwand in einer Wolke aus Rauch und erschien wieder als Schwert mit neuen Klingen. Er verdarb sie und übernahm Raos Körper. Damit täuschte er dann jeden. Oki. Oki, der berühmte Schwertkämpfer vom örtlichen Euna-Stamm, spielt eine wichtige Rolle in der Geschichte von Amaterasu und ist von Mysterien umgeben. Er wird manchmal als Mann mit einem Wolf, aber manchmal auch selber als Wolf dargestellt. Dann haben wir hier Neunschwanz, die wahre Form des Bösen, das auf der Oni-Insel haust und die Zerstörung der Hiroshima-Küste anstrebt. Er hat 9 Seelen und 9 Schwänze, die alle selbstständig handeln. Der Legende nach kann man sich gegen Neunschwanz nur mit dem göttlichen Pinsel verteidigen. Das Verbrennen der Schwänze schwächt ihn vorläufig und ein Blitzschlag auf das Schwert lässt seine Seele auseinandergehen. Führt den entscheidenden Schlag, wenn die wahre Gestalt des Fuchs sich offenbart. Und Fragezeichen. Ach, Stabfüchse. Auch bekannt unter dem Namen Izuna werden oft von Magie kontrolliert. Fähige Zauber können sie als eine Quelle großer Macht nutzen. Sie sind regelmäßig die Ursache von Hungersnöten und Krankheiten. Um diese mächtigen Bestien zu kontrollieren, braucht man unglaubliche Macht und Fähigkeiten. Ja, die Fuchsstäbe wahrscheinlich. Hä? So, Tierliste. Uns fehlt nur noch ein Tier und wir haben schon ein paar Tiere auf 100. Oh, das ist doch gut. Hier haben wir Schaf. Diese grünen Futterfässer haben ein weiches Fell. Ja. Kranich. Diese langhalsigen Vögel fressen Fisch. Gut. Schatzliste. Haben wir auch neue Sachen. Einmal die Hundestatue. Einer der 30 Sternzeichenschätze. Sieht sehr loyal und gehorsam aus. Mhm. Porzellantopf. Topf besteht aus halbdurchlässigem weißem Porzellan. Jetzt ist Glas. Für alle Kunstfertigkeiten und Funktionalität vorhanden. Ja, das hatten wir eigentlich schon. Und hier ist nichts Neues. Okay. Wir haben bis jetzt nur gerade mal 6 von diesen besonderen Tierstatuen. Das heißt, hier werden wahrscheinlich noch 5 fehlen. Dann haben wir hier 6. Ach ne, hier ja, ist die noch, die Rattenstatue. Das heißt, wir haben 7. Das heißt, es fehlen noch 6. Das heißt, die 5 hier und der hier. Ja, und dann fehlen noch ein paar Schätze, die wir noch nicht hatten. Hier 7 Stück und hier 3. Also noch 10 weitere Schätze neben den Tierstatuen. Ach, du bist wirklich der Angler, Junge. Sieh an, wen wir hier haben. Ich konnte euch schon seit einem Kilometer riechen. Oh, Mel, bist du das wirklich? Wow, sieh dich nur an. Aus dir ist ja richtig was geworden. Aber du bist immer noch so hässlich wie früher. Ich sehe, dass du stärker geworden bist. Aber Kokari und ich sind auch stärker geworden. Wir sind an viele Orte gereist und haben viele Dinge gesehen. Aber ich schätze, du bist immer noch die Beste beim Fischen und Kämpfen. Hast du das gehört, Ami? Er wirft immer noch mit diesen komischen Komplimenten um sich. Oh, bist du das Hündchen? Erinnerst du dich an mich? Wir haben damals im Agatha-Wald gespielt. Kokari, bist du das? Wie bist du denn den weiten Weg hierher gekommen? Ich wollte ein richtiger Mann werden, so wie Susanoo. Also habe ich die Angel meines Vaters genommen und bin zu einer epischen Reise aufgebrochen. Du weißt, ich mag den Fluss, aber das ist nichts im Vergleich zu den Weiten der See. Das hat mich erkennen lassen, wie unbedeutend mein Leben bisher war. Wow, du bist nicht mehr die Heulsoße, die ich damals im Agatha-Wald getroffen hatte. Und jetzt, da ich darüber nachdenke, siehst du auch erwachsen aus. Hey, hey, findest du wirklich? Ich habe viel von Nippons wunderbarer Natur gesehen, aber die weite eisige See von Kamui ist viel rauer als alles andere, was ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ich jetzt mit der Raumwindes hier aufnehmen kann, dann werde ich vielleicht ein richtiger Mann wie Susanoo. Da ist er wieder in der Natur mit seiner Angelrute und ohne eine Schnur oder einen Köder. Jetzt verstehe ich, warum mein Vater die Sange so verehrt hat. Wenn ich sie in meinen Händen halte, dann kann ich Mutter Natur selbst zu mir sprechen hören. Hey Hündchen, wie wär's, wenn wir ein bisschen fischen, genau wie früher? Ich werde dir zeigen, was ich mittlerweile alles kann. Ja klar, fischen wir noch eine Runde.
Jetzt würde ich sicherlich Isum wieder voll quatschen mit den Grundlagen, ja. Da hat ein Haken gebissen. Jo, Fisch. Vogelfisch. So, jetzt haben wir hier. Je mehr du fischst, desto größere Fische werden kommen. Weiter so. Ja. Da hat einer angebissen. Noch ein Kugelfische. Ja. Du bist besser geworden, oder? Gib jetzt nicht auf. Ja, komm. Der da sieht schön groß aus. Da hat einer angebissen. Das ist aber auch wieder nur ein Kugelfisch. Ja gut, noch eine Runde. Oh, da sind ganz große. Da hat einer angebissen. Das ist einer, der gerne die Richtung wechselt, weil es ihm passt. Oh, Kalamari. Ja, Tintenfisch. Du bist besser geworden. Na, noch eine Runde, okay. Weißt du was, wir nehmen mal den Kleinen da hinten. Da hat einer angebissen. Ja. Eine Muschel? Muschel gefangen. Noch eine Mal, okay. Oh, den großen. Da hat einer angebissen. Okay, der ziert sich. Den müssen wir auch garantiert mehrmals treffen. Das könnte also etwas dauern. Vor allem, wenn er immer wieder abhaut. Ja, du verdammter Fisch. Das Problem ist, wenn er so schnell die Richtung, so wie gerade eben, so schnell die Richtung ändert, dann haut er wieder zu sehr ab. Da. Guckt euch das an, er wechselt zu schnell die Richtung teilweise. Die Fische sind unfair, wenn sie das machen. Was? Der Punkt hat's ruiniert! Da habe ich aus Versehen einen Punkt gemacht und der hat es ruiniert, den Schnitt. Jetzt muss ich ihn nochmal rausziehen. Oh.
Da haut er wieder ab. Oh, das Fischen kann so stressig sein. Vor allem, wenn man gleichzeitig auf Fisch und Anzeige achten muss. Und ihr glaubt nicht, wie das Drücken in den, das Tastendrücken in den Arm gehen kann. So, jetzt aber bitte einen Schnitt. Ja gut, vielleicht noch einmal. Der erste Schnitt hat gesessen. Den zweiten kriegen wir auch noch hin. Okay, wir müssen ihn dreimal schneiden, um ihn rauszukriegen. Naja, hätte ich ihn nicht das erste Mal verkackt wegen dem blöden Punkt. Das Spiel ist da echt sehr zimperlich, muss ich sagen, mit den Linien. Fast habe ich dich. Jetzt komm. Nein, 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 ich will hier wegschwimmen. Ich hatte dich fast. Sobald er im blauen Bereich ist, ist er instant wieder ganz hinten, deswegen. Da, guckt. Und jetzt kriege ich ihn wieder nicht mehr, weil er hin und her spackt. Und meine Angel ist bald kaputt. Ich glaube, ich kriege ihn nicht mehr raus. Jetzt komm. Und jetzt bitte ein sauberer Schnitt. Oh, Gott sei Dank. Super Thunfisch gefangen. Du bist besser geworden. Gib jetzt nicht auf. Nein, ich habe genug. Hey, hey, ich war so aufgeregt, dass ich alles andere vergessen habe. Du hast recht, wir müssen weitermachen. Oh, ein super Thunfisch. Können wir jetzt gerade noch mal in die Fischliste gucken? Wow, ich kann nicht glauben, dass ich einen so großen Fisch gefangen habe. Bin ich endlich ein richtiger Mann geworden? Nein, ich muss mich noch weiter anstrengen. Ja, Fischliste. Haben wir hier einmal unter die Muschel unter Wasser aufgewachsen und von allen geliebtes Schalentier. Dieser rote Fisch erhält ein starkes Gift. Ja, Kugelfische. Tintenfisch. Ach, zehnbeiniges, wirbelloses Tier, das bei Gefahren Tinte versprüht. Super Tintenfisch. Dieser Super Tintenfisch soll keine ungenießbaren Teile haben. Degenfisch, Riesenlachs. Ja, den Riesenlachs und den Mondfisch, den hatten wir schon. Und das ist ein Super Tintenfisch. Was wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen werden, wird ein Speerfisch sein. Denke ich jedenfalls mal. Weil das war so ein Special-Vieh. So, ich glaube, damit gehen wir erstmal wieder zurück zum Safe Point. Hey, cooles Tag, auch wenn wir davon nicht viel merken.
Wir haben übrigens noch immer noch eine Liste zu komplettieren. Fällt mir gerade so ein. Aber das können wir ja bei der nächsten Folge dann machen. So. Camo ist gespeichert. Und dann mache ich hier mal einen Cut. Also bis gleich.